Oh Mann. Du wirst der Hirte meiner Leute sein. Begleite mich nach New Eden. Oh Mann. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Wir müssen uns von ihm lossagen und... Vater! Ethan. Vater? Der Vater! Wo bist du gewesen? Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um Gottes Plan zu hören. Meine Kinder! Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt. Hier! Gott hat seine Seele geprüft und sie ist gut und sie ist rein. Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass dieser Fremde unser Hirte ist. Vater! Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ja. Ich bin der Anführer hier. Joseph ist unser Anführer. New Eden folgt mir! Wir stehen hinter dem Vater. Sohn. Ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du hier geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Kommt! Lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Gehen wir an die Arbeit. Die Erde erholt sich und mit ihr unsere Menschlichkeit. Und so beginnt es. Tja, jetzt okay. Jetzt fügt sich endlich alles. Hallo. Aber bist du ein Diplomat oder ein Krieger? Die ganze Welt schaut auf dich, Fremde. Du weißt es vielleicht nicht, aber über all dem liegt eine göttliche Hand. Und so beginnt es. Naja. Ja, hallo. Kamina ist auch wieder da und da gibt's noch Gerümpel. Das werde ich mir holen und dann werde ich wohl mal... Warum hat denn der ständig so ein Ding in dem Kopf hier? Der Maskenmann. Das ist bestimmt eine bekannte Person, die wir kennen. Zeig dich. Naja. Bereits jetzt greifen meine Auserwählten die Highwaymen in den langen Nächten an. Nun bitte ich sie, Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen. Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen. Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk.
Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache. Die der Gewalt. In der Hinsicht kann mein Judge dir helfen. Bevor du unser Hirte sein kannst, musst du unser Schwert sein. Geh und mache dieses Land sicherer für alle, die in Frieden leben wollen. Ja, na gut. Das ist Josephs Geheimnis. Josephs Geheimnis. So. Rückkehr nach Eden, freigeschaltet. Danke. Ein gutes Stichwort, mal wieder zurück nach Prosperity zu reisen, würde ich mal sagen. Wie weit ist denn das weg? Ich muss mal gucken auf der Karte. Könnte ein Stück weg sein. Ist dieser Frage jetzt, ob wir mit per Schnellreise reisen? Ich würde sagen, ja. Und den Niki, den müssten wir auch mal besuchen. Haben wir schon ewig nicht mehr. Beziehungsweise hier bei New Dawn überhaupt noch nicht. Genau. Und wir haben noch so viele andere Personen. Also, ja, viele. Ich, ja. Relativ. Okay, ich würde sagen, ich reise mal nach New Eden. Quatsch, Mensch, nach Prosperity. Meine Fresse. Warum sage ich mal New Eden? Weil es so oft vorkam, wahrscheinlich, in letzter Zeit. Und werde mal hier in Prosperity ein paar Sachen eintauschen. Hol uns Edens Unterstützung. Ich habe deren Auserwählte kämpfen sehen. Wir müssen alles nochmal neu aufbauen. Ja, sprich mit Rush. Sollten wir sowieso anscheinend. Also, werden wir dies tun. Und ich werde natürlich Kamina weiterhin an meiner Seite haben dürfen. Würde ich mal sagen. Ich ziehe mir die hier umher. Hallo. Genau. Schön, dich wiederzusehen. Ja, moin. Gut, dass du zurück bist, Captain. Du hast Joseph Seed auf unsere Seite geholt. Ich hoffe, du hast keinen zu hohen Preis dafür gezahlt. Irgendwas ist anders. Du hast dich verändert. Aber jetzt, da New Eden die Highwaymen angreift, müssen die Zwillinge einen Krieg an zwei Fronten führen. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Wir haben gute Arbeit geleistet in Prosperity, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Spezialisten und Ethanol für unsere Anlagen. Sie sind der Schlüssel, um Prosperity wieder aufzubauen. Wenn erst alles auf Hochtouren läuft, können wir es mit Mickey und Lou aufnehmen. Und während du dich um die Anlagen kümmerst, leiste ich etwas Aufklärungsarbeit. Mal sehen, ob wir uns nicht tiefer in ihr Gebiet vorwagen können. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Ist recht. So, dann werde ich mal ein bisschen aufrüsten hier. Alles, was blinkt, können wir theoretisch aufrüsten. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas, was noch nicht aufgerüstet wurde? Muss mal gucken. Und erstmal die Sachen verbessern, die noch nicht. Prosperity Stufe 2. Ich weiß jetzt gar nicht. Warte mal. Krankenhausstationen können wir nicht aufrüsten. Waffendingens dahin auch nicht. Hier theoretisch ging es. Muss mal kurz mal gucken, ob ich hier irgendwas vorher noch schon übersehen hatte. Die Werkstatt hatten wir schon, das weiß ich. Da oben, das kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Hier hatten wir schon. Ich glaube, das ist im Grunde egal, oder? Kartografie, machen wir das mal. Huch, halt, nicht, das war R. Ja, Stufe 2 von 3 hatten wir doch schon mal gepimpt. Und, warte mal. Also das war's schon? So wenig hatte ich gesammelt, dass ich nur den Heilkräutergarten noch. Ja, warte mal. Okay, dann pimpen wir den. Was soll's? So, verbessern. Auch Stufe 2. Sehr gut. So, jetzt haben wir nichts mehr, glaube ich. Ich muss mal gucken, gerade hier vorne einfach mal. So, was bräuchten wir da theoretisch? Ja, wir haben nur noch 117 Ethanol und die 300 bräuchten wir. Ja, ist ein bisschen wenig. Aber gut, was soll's. So, ich schau mal gerade, ob ich irgendwas. Warte mal. Nee, ich glaube, ich kann hier gar nichts weiter aktualisieren hier an Waffen. Ich könnte mir eine neue basteln, aber pff, ich weiß nicht. Ach, warte mal.
Habe ich denn meine... Achso, ich kann gerade nicht durchwechseln hier. Huch, halt, falsch das. Okay, den Bogen habe ich jetzt auch nicht mehr. Das ist... Doch, den habe ich. Achso, ich habe die Schrot... Die, die Sniper nicht mehr. Das ist natürlich doof, glaube ich. Habe ich die wirklich nicht mehr? Warte mal. Oder kann ich das Ding wieder auswählen? Hier ist der Bogen. Theoretisch müsste ich doch, wo ist denn das Sniper-Ding? Hier. Geh mal wieder, ich mach mal wieder diesen hier. Ich kann ja wechseln. Zwar unterwegs nicht, aber... What soll's? Rette alle Spezialisten, steht oben, und verbessere Einrichtungen. Mach ich ja gerade. 10 von 12 haben wir da erledigt. Aber ich... Ja, rette alle Spezialisten. Ich hätte mir keine bessere Mom wünschen können. Hallo! Grace kann nicht mehr so kämpfen wie früher, aber sie hält uns trotzdem alle am Leben. Auf ihrer Werkbank kannst du die besten Waffen herstellen. Und sie hilft dir, die Leute auszubilden, die du da draußen für dein Team findest. Ja, das ist mir fast bewusst gewesen. Gut, da oben gibt es ein Ausrufezeichen. Gibt es wahrscheinlich irgendwas zu holen? Weiß ich nicht. Mal gucken. So, mal gucken. Ach so, Tierbeute eintauschen. Ich tausche alles ein. So. Jetzt habe ich, was habe ich denn jetzt? Ethanol 117. Ach so, immer noch. Okay, das war, das hat jetzt nichts gebracht. Infokarten. Mit Ethanol kaufen, bestätigen kann man, mal gucken. Oh, weiß ich nicht. Ach so, das ist überall, okay. Nee, das möchte ich ja selber erkunden, diese ganze Vorräte. Das kann ich immer noch machen, wenn die Sache hier mehr oder weniger halb erledigt ist. Halb erledigt? Nee, nicht halb erledigt, sondern generell erledigt ist. Unsere Mission. Und dann, weil das ist jetzt, ich, wie gesagt, ich möchte es selber erforschen. Und mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich nochmal zurück zu dem Ort, an dem wir damals Boomer zum ersten Mal begegnet sind. Auch gerettet hatten. Und deswegen, da oben ist noch Gerümpel. Warte mal, das habe ich ja fast übersehen. Jeder im Tal weiß, wie du diese Mauern verteidigst. So, genau, zack. Ich muss leider Folgendes. Das geht nicht, scheißen Dreck. Es könnte sein, ich muss die Musik wahrscheinlich dann wieder runterdrehen hier. Mist, verdammt. Hallo. So, ich ernte mal. Das ist doof, warte mal, ich muss da nochmal hoch. Ich kann aber nicht hauen, oder? Kann ich hauen? Nee, kann ich nicht. Ach Mann. Scheiße. Das ist doof. Okay, schnell weg hier, ansonsten muss ich zu lange stumm schalten. So. Okay, wählen wir mal die nächste Mission an. Rette alle Spezialisten. Ich, wie ist denn das jetzt gemeint? Warte mal, rette alle Spezialisten. Warte mal, Logbuch, genau. Prosperity ausbauen, ja, das mache ich ja gerade, aber... Achso, das ist diese Herausforderung, verbessere Einrichtung. Ja, wir brauchen natürlich noch ein bisschen Ethanol, aber ich muss erstmal die nächste Mission an wählen. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Nehme ich so eine an oder fliege ich erstmal zurück zu dem Ort, wie gesagt, mit dem, an dem wir Boomer kennengelernt hatten? Kennengelernt, in Anführungsstrichen. Ich nehme hier die Mission mal an. Zu Expeditionen reisen. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Hä? Okay. Was soll's? Auch ein bisschen doof, das würde ich dann vielleicht doch auf die nächste Folge verschieben. Ich bin mir nicht sicher. Ach, ich reiß da jetzt mal hin. Ist es egal. Wir werden sehen, was wir jetzt noch in der verbleibenden Zeit erledigen können. Ansonsten müssen wir eben in der nächsten Folge weitermachen. Wir nähern uns der Brücke. Sieht eigentlich noch recht stabil aus. Weißt du, wo ich herkomme, sind die Brücken schon vor den Bomben eingestürzt. Navajo Bridge. Deine Ausrüstung zu checken. Es ist Zeit für Ärsche getrete. Schnapp dir das Paket, dann hole ich dich ab. Wir sehen uns später. Das ist wieder so eine Rettungs... Paketrettungsaktion da hinten. Oh Mann. Weiß gar nicht. Soll ich irgendwas machen hier? Habe ich... Ach so.
Ich habe gar keine Munition. Da muss ich mir welche kaufen. Ach du Scheiße. Warte mal. Spezialmunition auffüllen. Munition voll. Okay. Munition nachfüllen. Ja, so. Habe ich jetzt alles voll? Ich weiß das ja auch nicht. Kampfvorräte. Krankenversicherung zum Mitnehmen. Weil ich habe gar keine. Warte mal. Okay, dann machen wir mal. Ist egal. So. Da haben wir... Ein Wurfmesser ist schon weg. Brauche ich? Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Ich kann... Ach, ist egal. Ich mach das mal. Wurfmesser. Nee, Quatsch. Warte mal. Was ist das? Rauchgranate brauche ich nicht. Dynamite. Und hier ist... da haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir, glaube ich, alles voll. Ja. Siegelblätter haben wir auch alle voll. Gut. Dann... Ja, spüre das Paket auf. Das müsste da hinten sein. Ich gehe trotzdem mal erstmal... nein. Na gut. Ging mir mal gut. Er fliegt wieder. Und wir laufen wieder. Hier gibt's Munition. Ich hätte mir gar nichts kaufen brauchen. Ach, verdammt. Naja. Schauen wir uns erstmal um in der Gegend hier. Nichts ist besser als frischer Hasen. Goldener Hasen? Sieht gar nicht gut aus. Holen wir uns, was wir brauchen und dann schnell zurück zum Heli. Ja, das könnte... Sieht... noch ist nichts, aber auch überhaupt gar nichts zu sehen, außer diese magentafarbene Flamme. Qualm. Dieser Qualm. Na gut. Ich tapere mal dahin. Da oben muss ich nochmal in die Ferne schauen. Ob nicht doch irgendwas zu erspähen ist. Okay, da ist schon mal jemand. Ganz genau. So. Ich sehe einen von denen. Ich auch. Und da ist noch einer. Ja, es wird... Nein. Die hat uns fast gesehen. Weg vom Fernglas, ja. Okay, wir verbarrikadieren uns bei dir hinter. Ich wollte sagen, verstecken. Das richtige Wort. Bis zur nächsten Folge. Und dann werden wir sehen, was wir erreichen können. Da unten... Aber es müsste gut gehen. Stufe 1 müssten wir eigentlich relativ locker schaukeln, das Ding hier. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Far Cry New Dawn. Ciao.